Damit wünsche ich euch recht herzlich willkommen hier zu einer weiteren Packs United Orakel Konferenz. Herzlich willkommen zum 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wir gehen rein ins Orakel Konferenz-Video. Wir haben zwei Päckchen am Start, so wie immer. Zweimal Matchday Bundesliga, 23-24. Ich habe sehr, sehr Bock. Und wir haben wieder sehr geile Partien. Hier unter mir seht ihr es. Bayern Hoffenheim, Leipzig Frankfurt, Freiburg Union, Mainz Wolfsburg, Köln gegen Heidenheim. Dann Darmstadt, Augsburg Leverkusen, Darmstadt Dortmund, Bochum Bremen und Gladbach gegen Stuttgart noch schön auf den Sonntag. Und wir gehen rein in die Konferenz. Einzelpartien wird es an diesem Wochenende auch wieder geben, beziehungsweise die ersten habt ihr schon gesehen, nämlich die Freitagspartie, heute Bayern gegen Hoffenheim. Genau, ich freue mich, wir gehen rein. Und wichtiger Hinweis, die Orakel-Konferenz und die Tabelle, die am Ende eingeblendet wird, hat nichts mit der Packs United Winter-WM zu tun. Die Sommer-WM, die dann stattfinden wird mit der Matchday-Serie, da sind diese Orakel-Ergebnisse wichtig, weil die Tabelle, die ihr am Ende seht, Platz 17 und Platz 18 sind nicht bei der Sommer-WM dabei. So wie es bei der Winter-WM jetzt auch mit Bochum und Köln war. Bochum und Köln sind ja beide nicht dabei bei der Winter-WM. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Leute, erste Halbzeit, Orakel-Konferenz-Video, ab dafür. Und wir beginnen mit RB Leipzig und den Tor, beziehungsweise mit den Toren in Leipzig. 2-0 gegen Frankfurt. Tor in Mainz. Auch der Doppelschlag, Yannick Gerhardt. Tor in Bochum. 2, Werder Bremen. Tor in Bochum. Das ist der Ausgleich, der Anschluss, das war für die Bochum war. Zweite Liga. Oh, Tor in München. Tor in München gegen den Hoffenheim. Dann nochmal Nikola Höfler. Tor in Freiburg. Tor in Freiburg. Tor in Gladbach. Ko Itakura. Es geht hier Schlag auf Schlag. Marton Dardai, zweite Liga. Bringt uns leider nichts. Licht zur Seite, lasse ich signieren. Olesen Köln. Tor in Köln. Wichtig für die Kölner. Mit den drei Punkten. Also vielleicht mit den drei Punkten. Und Tor in Leipzig. Der Anschlusstreffer für Frankfurter gegen RB Leipzig. Also das waren schon wieder sehr, sehr viele Tore. Aber wir haben zwei Partien, wo noch keine Tore gefallen sind. Augsburg, Leverkusen und Darmstadt gegen die Dortmunder. Ja, und da ist es passiert. Tor in Darmstadt. 0-2. 0-2 durch Jule Brandt. Dann war Randall Kolo Muani, Doppelpack, Tor in Leipzig und die Frankfurter drehen die Partie. Die Frankfurter drehen die Partie 2-3, ich fand es nicht. Tor in Gladbach. Tor in Gladbach 1-1. Tor in Bochum. Jetzt kommen hier die Unentschieden. Daschland 2-2. Hoffenheim. Hoffenheim, Tor in München. Tor in München 1-1. Was ist passiert? Tor in Mainz. Das ist das 0-3. Die Wölfe eskalieren komplett. Darmstadt. Tor in Darmstadt. 1-2 gegen Borussia Dortmund. Tor in Freiburg. 1-1. Union gleich aus. Mainz. Tor in Mainz. Anton Stach. Für die letzte Karte ist Augsburg und Augsburg Tor in Tor in Augsburg gegen Leverkusen. Leverkusen verliert hier in der Orakelkonferenz. Also wenn das in echt passiert, dann weiß ich auch nicht mehr. Heidewitzka. Leute, lasst ein Like, lasst ein Abo oder schreibt mir eure Tipps in die Kommentare. Jetzt werdet ihr gerade oder bekommt ihr gerade die Orakel-Tabelle eingeblendet. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Video wieder. Haut rein und tschüssi.